Kommt nach dem Abverkauf gestern heute die Putin-Rallye? Sehr gut möglich, denn wir haben wieder mal Deeskalation, zumindest kurzfristig. Wir sind ja permanent in dieser Abfolge. Eskalation, Deeskalation, Eskalation. Und nun scheint Wladimir Putin zu deeskalieren, denn er hat über Lavrov den amerikanischen Außenminister eingeladen und es dürfte nächste Woche, Ende nächster Woche, zu diesem Treffen kommen zwischen Blinken und Lavrov, und die Märkte sagen sich, naja, bis dahin ist dann die Kriegsgefahr wohl erstmal vom Tisch. Das hat die Futures im asiatischen Handel nach oben gebracht, also vielleicht die Putin-Rallye. Und wie Sie hier sehen, die Märkte, die interessieren sich sehr jetzt gerade für Putin, während Jerome Powell von der Fed eifersüchtig guckt auf den Wladimir. Das bringt vielleicht so ein bisschen die Dinge auf den Punkt. Aktuell jetzt eben oder durch diese ganze Entspannungssituation, die wahrscheinlich auch wieder vorübergehend ist, sehen wir, dass hier die Futures nach oben gehen. Das dürfte DAX und anderen europäischen Indizes helfen. Biden will sich dann auch mit den Staatsführern Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, UKs und der NATO treffen. Wir sehen hier die Wargames, wie sie derzeit stattfinden. Derzeit hat man also wieder einen Gang zurückgeschaltet. Aber interessant ist das, was zum Beispiel die ehemalige Außenministerin der USA, Condoleezza Rice, gesagt hat. Also, wir müssen gucken, dass die Europäer weniger abhängig sind von russischer Energie. Und wir haben doch sehr viel Energie. Wir Amerikaner haben sehr viel Energie. Das wäre doch gut, wenn wir hier ein bisschen stärker zusammenrücken. Das hat dann Sid Donald ja auch gewollt. Und sie sagte, naja, also bevor Europa keine Energie mehr hat, weil sie nicht mehr kommt aus Russland, ist Russland pleite. Das ist eine sehr interessante Aussage, die Condoleezza Rice, ich meine, 2015, 2016 getätigt hat. Und die so ein bisschen das auf den Punkt bringt. Es geht darum, dass die Europäer weniger abhängig sind von russischer Energie. Das ist im Interesse vor allem der Amerikaner. Dementsprechend sollten wir das auch vor diesem Hintergrund sehen. David Rosenberg sagt also, wenn Putin wirklich die Ukraine hätte dort einmarschieren wollen, die russischen Truppen, dann hätte er das schon längst gemacht. Aber, sagt er, er will nicht riskieren, dass die Wirtschaft in Russland in die Luft fliegt. Hier sehen wir mal eine Geschichte der Besetzungen der Ukraine. Hier war ja die Ukraine bis 1917 russisch, beziehungsweise dann eben praktisch unter dem Zarenregime. 1954 kam dann die Krim dazu, ein Geschenk von Khrushchev. Manche sagen, da hatte er schon eine gewisse Promilleanzahl, als er dies an die Ukraine gegeben hat. Also hier sehen wir, es ist natürlich eine Geschichte, dann hier diese Aufteilung 1939-45 durch Stalin. Jedenfalls sagt Rosenberg hier, also wenn er wollte, hätte er das schon längst gemacht, aber er nimmt Rücksicht auf die russische Wirtschaft. Richtig ist an dieser Aussage, dass Putin das schon längst hätte machen können, wenn er es denn wirklich gewollt hätte, aber das Risiko ist für ihn nach meiner Auffassung schlichtweg zu groß. Aber schauen wir uns mal hier diesen unteren Chart an. Russland fällt wieder zurück, nämlich mit der Besetzung der Krim. Das hat die russische Wirtschaft zurückgeworfen. Hier sehen wir mal das BIP pro Kopf in Kaufkraftparitäten. Und da ging es für die Russen permanent nach oben. Und seitdem stagniert das, beziehungsweise geht es leicht nach unten, eben weil viele westliche Firmen Sanktionen erlassen haben. Das zeigt eine Geschichte, nämlich Putin ist durchaus bereit, einen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen. Das hat er gezeigt mit der Krim, die für die Russen ja strategisch extremst wichtig ist, als freier Zugang zum Meer. Dementsprechend war er bereit, diesen Preis zu zahlen, aber der Preis, hier in die Ukraine einzumarschieren, wäre deutlich höher. Und ich habe von Anfang an nicht geglaubt, dass er bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Jedenfalls, was bedeutet diese Ukraine-Krise in der Folgewirkung? Da hat die Commerzbank Interessantes gesagt. Ukraine-Krise macht einmal mehr klar, dass es in den kommenden Jahren zu einer Deglobalisierung kommen wird. Mehr Industriepolitik, also mehr staatliche Einmischung, neue Energiepolitik mit mehr Verteidigungsausgaben, die da steigen werden. All das senkt tendenziell das Wirtschaftswachstum und belastet die Staatsfinanzen, die wegen des ökologischen Umbaus der Wirtschaften ohnehin unter Druck stehen. In der Tendenz spricht das für laxere europäische Fiskalregeln. Also
Wir drucken weiter Geld, um uns hier etwas mehr Militärausgaben und Umweltausgaben auch leisten zu können. Hier sehen wir mal die Abhängigkeit der EU von russischen Lieferungen. Steinkohle knapp die Hälfte, Erdgas auch knapp die Hälfte, Öl knapp ein Drittel. Also das ist schon sehr, sehr viel. In Deutschland sind die Zahlen deutlich höher. Teilweise da ist Erdgas bei 55%, also dominierend, ganz klar. Und jetzt ist die Frage, ja, wie lange würden wir denn eigentlich ohne russisches Gas auskommen? Da haben wir einen Artikel bei Finanzmarktwelt darüber verfasst, auf Basis von Daten der Commerzbank. Und ja, es ist so, das würde, wie Condoleezza Rice sagt, vielleicht nicht so sein, dass die Russen erst pleite sind, bevor wir keine Energie, also Öl und Gas haben. Ohnehin der russische Staatshaushalt ja durch diese Energieexporte vergleichsweise gesund im Vergleich zu westlichen Haushalten, aber eben sehr eindimensional. Die Wirtschaft Russlands basiert auf dieser Rohstoffexportidee. Ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel, dementsprechend schon fragil, aber eben noch mit Rücklagen. Jetzt ist die Frage, das werden dann die Herrschaften auf der grünen Seite sagen, ja, dann bauen wir halt ein paar Windräder, Geld, dann brauchen wir das Gas nicht und von den Russen, ne, dann sind wir da unabhängig, gell? Aber, hier Robert Schlögl, ein Wasserstoffforscher, sagt, es wird niemals genügend erneuerbaren Strom auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik geben, um uns selbst zu versorgen. Das ist blanker Unsinn und einer der Urfehler der deutschen Energiewende. Sollte man drüber nachdenken, über diesen Satz. Wäre ja sehr schick, wenn wir es schaffen würden, wirklich da unabhängig zu werden, praktisch erneuerbare Energien selbst herstellen zu können, sodass das wirklich unsere Versorgung sichert, aber es ist eben leider ein schöner Traum, aber ein Traum. Nicht sehr traumhaft war es gestern für die Märkte. Wir sehen hier the worst day of the year for stocks. Also schlechtester Tag für die Aktienmärkte. Nasdaq fast 3% in den Miesen. Die beiden einzigen Sektoren, die da sich noch am halten können, Consumer Staples und Utilities, also defensive Sektoren, wären Technology mit knapp 3%. Ganz klar. Am Schluss war, jetzt sehen wir also, Energie hat sich auch gut gehalten. Das ist eben das, was in inflationären Regimen, und in diesen sind wir derzeit, gut läuft. Das sind normalerweise Materials, das sind Energie, also diejenigen, die von steigenden Preisen profitieren. Es ist in der Regel nicht Tech, vor allem nicht diejenigen, die unprofitabel sind. Warum, werden wir gleich sehen. Ja, und jetzt kommt diese Entspannung, also dieses angestrebte Treffen. Das kommt in einer Situation, wo wir massiv überverkauft waren bei den Indizes. Oben sehen wir den Spider, positive Divergenz im RSI, stark überverkauft. Eine Wedge, jetzt wird die Wedge nach oben verlassen. Das sind klassische Muster. Da wird dann die passende Nachricht dazu geliefert. Ähnliches Muster Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq ETF. Es gibt Zufälle, die sind extrem zufällig, aber wenn wir uns jetzt mal den Nasdaq im übergeordneten Bild anschauen, dann kann es durchaus sein, dass wir hier diese Wedge bis nach oben laufen, also durchaus hier noch Potenzial haben auf der Oberseite, um zum Beispiel den 200-Tages-Durchschnitt wieder zu erreichen, wäre auch ein wunderbarer Klassiker. Aber jetzt schauen wir uns mal die Wyckoff Distribution an, die Verteilung, also dieser Game Changer, dieser Trendwechsel, der derzeit offenkundig der Fall ist. Und wenn Sie diesen Chart mal mit dieser Wyckoff Distribution vergleichen, dann sehen Sie dieses Hin und Her, oben zack, 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 neues Allzeithoch, wieder ein bisschen runter, wieder neues Allzeithoch. Und dann sehen wir, dass wir eben in eine solche Seitwärtsbewegung mit aufwärtsgerichteter Tendenz kommen, die dann in der Regel nach unten gebrochen wird. Muss diesmal nicht so sein, aber das ist schon sehr auffällig, dieses Muster. Dementsprechend dürfte gelten, allzu weit dürften die Bäume vielleicht nicht in den Himmel wachsen, aber wachsen können sie noch heute. Kleiner Verfall, meine Damen und Herren, es geht um lächerliche 2,2 Billionen, die wo heute praktisch einmal verfallen, wie Lothar Matthäus sagen würde. Das gilt vor allem für Single Stocks, 545 Milliarden, dann für SPX-Produkte, also S&P 500. Da sind es nur ein bisschen mehr, aber in der Summe bei Single Stocks sehen wir 1,3 Billionen mit allem, was dazugehört. Respektive haben wir einen Verfall vormittags oder mittags und dann nachmittags praktisch, also um 22 Uhr. Also da ist für Volatilität gesorgt.
Und wenn wir jetzt mal zu dem wahrscheinlich übergeordnet noch wichtigeren Thema kommen, nämlich Inflation und die Reaktion der Fed darauf, dann sehen wir hier Zoltán Pozsar, ehemaliges Fed-Mitglied und gilt so als der Repo-Guru, also für Repo-Operationen, die eine Zeit lang auch sehr wichtig und stark vom Markt beachtet wurden. Da gab es ja auch permanent neue Allzeitrekorde, dass die Banken also praktisch hier Cash gegeben haben im Austausch für Staatsanleihen. Jedenfalls sagt dieser Zoltán Pozsar, wir brauchen jetzt einen Volcker-Moment in Anlehnung an den ehemaligen Notenbankchef der Fed, der dann 1979 komplett die Geldpolitik gedreht hat, der anders als Arthur Burns kapiert hat, dass du jetzt richtig auf die Bremse treten musst. Das hat er gemacht, nicht zur Freude der Märkte sicherlich. Und jetzt sagt hier Zoltán Pozsar, wir brauchen also einen Volcker-Moment, aber Vol steht hier für Volatility, also für Volatilität. Das sei sozusagen der beste Polizist für Risikoappetit und Risk Assets, um den Labor Supply, also damit die Leute wieder arbeiten gehen, muss die Fed im Prinzip hier Volatilität in die Märkte bringen und für eine Korrektur der massiv gestiegenen Hauspreise sorgen. Die sind in den letzten 10 Jahren um 107% gestiegen. Risk Assets ja auch, also Indizes etc. ja auch massiv gestiegen. Wir haben rekordniedrige Risikoprämien für Anleihen gesehen, vor allem für Junk Bonds. Und jetzt schauen wir uns nochmal Aussagen an hier von James Ballard, der das so ein bisschen bestätigt. Der sagt zum Beispiel, ja, das Risiko ist, dass die Märkte das Vertrauen verlieren, dass wir wirklich in der Lage sind, die Inflation zu bekämpfen. Deswegen müssen wir Zinsanhebungen frontloaden, also vorziehen und das Signal senden, dass wir es wirklich ernst meinen mit der Bekämpfung der Inflation, und schon in dem zweiten Quartal sollte die Bilanzreduzierung beginnen. Ähnlich hawkisch hat sich heute Nacht Mester von der Fed geäußert, die gesagt hat, wir sollten schneller handeln als bei den letzten Zinsanhebungszyklen. Apropos Zinsanhebungszyklen, hier sehen wir mal, wie weit es mit den Zinsen nach oben ging. Auf der einen Seite, wann Schluss war, weil dann plötzlich etwas gekracht hat, und dazu eingezeichnet die permanent steigende Verschuldung. Die geht nämlich immer weiter nach oben, sodass das Niveau, die Latte, wie hoch die Fed die Zinsen anheben kann, immer niedriger sein wird, eben aufgrund dieser massiven Verschuldung, aufgrund der Abhängigkeit der Märkte von dieser massiven Liquidität. Hier sehen wir, wie das alles sich entwickelt hat, bei 5% die Krise 1990, dann bei 4% die Dotcom-Blase geplatzt, bei 3% die Immobilienblase geplatzt, 2018, 2019 gab es am Repo-Markt ja massive Verwerfungen, Aktienmärkte 20% korrigiert. Und jetzt, wo ist das Niveau? Das ist die große Frage. Es dürfte nicht allzu hoch sein, die Fed muss also über die Bilanzreduzierung kommen. Hier sehen wir mal, und dieser Chart ist gewissermaßen schon alt, aber er sagt vieles. Der ist nämlich, der erfasst so diese Jahre 2020, 2021. Damals massive Inflation bei Assetpreisen, wenig Inflation in der Realwirtschaft. Wir sehen hier größter Anstieg bei Nasdaq, S&P 500, Growth etc. hat sich teilweise 50, 60 bis 90% gesteigert, und was sich nicht gesteigert hat, was sogar billiger geworden war, das sind Rohstoffe, Commodities, die sind also weniger wert geworden. Jetzt sehen wir genau das entgegengesetzte Muster, alles das, was man anfassen kann, Commodities, was handfest ist, das ist in diesem inflationären Regime gefragt, und was traumhafte Wachstumsversprechen macht, aber wenig reale Gegenwart hat, um diese wirklich zu erfüllen, das ist unter Druck, also praktisch alles auf den Kopf gesetzt oder auf den Kopf gestellt, so muss man sagen. Dementsprechend sehen wir heute mal wieder einen Rücklauf wahrscheinlich. Wir haben Gold gesehen, das an einen wichtigen Widerstand jetzt gelaufen ist bei 1800 Dollar, da erstmal abgeprallt ist, eben durch diese Blinken-Lavrov-Meldung. Aber übergeordnet dürfte eben dieses Schema weiter gelten, weil wir in einem inflationären Regime sind. Und hier sehen wir mal, wie die Anleihemärkte darauf reagieren, respektive die Kreditmärkte, nämlich die Unternehmensanleihemärkte. Hier sehen wir Investment-Grade-Bonds, das haben 5,9% verloren dieses Jahr, seit Jahresbeginn. Mithin sind also die Renditen gestiegen. Das gleiche gilt vor allem auch für die Junk Bonds. HYG ist das maßgebliche ETF. Hier sehen wir
Die Einschätzung der Bank of America, die sagen, in den nächsten Monaten werden wir sehen, dass diese Anstiege der Renditen, der Risikoprämien praktisch in die Rezession führen. Genau das ist der Punkt. Und deswegen gehen die Märkte davon aus, ja, die Fed wird jetzt mal die Zinsen anheben. Wie weit das gehen wird, muss man sehen. Aber man preist jetzt im Grunde schon ein, dass die Fed dann im nächsten Jahr, im Jahr 2023, wieder die Zinsen senken muss. Wenn Sie hier in diesem oberen Chart mal gucken, da sehen Sie das Jahr 2018 mit diesen roten Geschichten nach unten. Da hat die Fed auch die Zinsen angehoben und die Märkte begannen dann schon Zinssenkungen einzupreisen. Wir erinnern uns lebendig, wie damals Jerome Powell bei einer Pressekonferenz, nachdem er wieder mal die Zinsen angehoben hatte, gesagt hat, ja, Bilanzreduzierung auf Autopilot, die Märkte total ausgeflippt und im Januar dann die Rolle rückwärts von Jerome Powell. Insgesamt sehen wir das auch durch diesen Ukraine-Konflikt jetzt, die Erwartung für eine 0,5% Zinsanhebung im März doch wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Aber kommen wir nochmal jetzt zu dieser Bewertungsfrage. Hier sehen wir etwa mal Zoom und Exxon Mobil. Zoom war einen kurzen Moment mehr wert als Exxon. Und Zoom hatte damals auf dem Hochpunkt eine Bewertung von 100 Mal der Umsatz. Umsatz, nicht Gewinn, Umsatz. Das heißt, Zoom müsste auf dem gegenwärtigen Niveau des damaligen Zeitpunkts 100 Jahre arbeiten, um vom Umsatz her die Bewertung zu rechtfertigen, nicht vom Gewinn. Dass das ein bisschen was schwierig ist, ist eigentlich nachvollziehbar. Inzwischen haben wir ein Verhältnis von 10, nicht mehr von 100. Das sagte vieles und wir sehen hier beim Nasdaq Composite Price to Sales Ratio, also das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und den Preis, den wo man dafür bezahlen tut, sehen wir, dass wir da jetzt wieder auf einem historischen Durchschnitt der letzten 5 Jahre sind, nachdem wir vorher ein bisschen drüber hinausgelaufen waren. Ja, wie lange kommen wir jetzt ohne dieses russische Gas aus? Darüber ein hochspannender Artikel, den ich Ihnen anempfehle unter dem Video. Verlinkt, also da unbedingt reinschauen, wenn Sie die Antwort wissen wollen. Und heute das Marktgeflüster etwas früher. Ich schätze so 18.15 Uhr, also früher als sonst. Jetzt erstmal das Allerbeste. Bis heute Abend. Servus, ciao.